Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen im neuen Jahr zu einem neuen Vlog. Elia ist gerade aufgewacht und Serki bringt gerade die Großen in die Schule. Das heißt, für uns steht jetzt immer erstmal Kaffee trinken an und dann erstmal gemeinsam in den Tag starten. Wir planen unseren Tag. Irgendwelche Kooperationen oder irgendwelche Freigaben von Kooperationen, Buchhaltung und so weiter und so fort. Und seit neuestem, das fängt jetzt gerade erst an quasi, haben wir ein Büro angemietet. Das ist ein richtig, richtig cooles Gebäude. Das zeige ich euch dann aber noch. Das ist richtig cool und wir nehmen euch dann mit bei den Umbau, nein, Umbau nicht, aber Renovierungsarbeiten. Also der Boden wird neu gemacht, die Wände und die ganze Einrichtung natürlich. Weil Serki jetzt auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagt nach einem Jahr Elternzeit. Und ja, da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Was er so machen wird, kann er euch dann vielleicht selbst erzählen. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle einen Start ins neue Jahr gehabt. Und alles das, was ihr euch vornehmt und was ihr euch wünscht, geht in Erfüllung. An erster Stelle natürlich Gesundheit, an oberster Stelle. Und ja, ich freue mich, dass ich auf YouTube jetzt wieder aktiv bin. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Vlog. Bitte. Ah, bitte mich. Sie ist einfach ein heftiger Musikfan. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. Miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Wir haben jetzt einen Termin bei der Bank, da fahren wir jetzt hin, anschließend ein bisschen einkaufen und mal gucken, vielleicht fahren wir auch ins Büro, um euch das einmal zu zeigen. Ich habe jetzt alles vom Fußboden weggeräumt, damit Alexa hier einmal saugen kann. Alexa? Ja, Alexa meine ich Roborock. Schalte den Roborock an. Okay. Okay. Wenn wir dann nämlich gleich wieder da sind, dann... Huch! Wenn wir dann gleich nämlich wieder da sind, dann kann der saugen. Outfit. Ich habe sogar ein T-Shirt unter der Jacke, weil die so warm hält. Und ich stehe auf so ausgestellte Hosen, neuerdings. Ja, chillig, ne? So, Leute, wir sind da. Und ihr könnt schon ahnen, was dieses Gebäude früher mal war. Geldautomat ist hier leider nicht mehr. Das Gebäude war früher... Ja, das ist, nach, besser, ne? Das ist nach Silvester passiert. Er hat ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und ihm war morgens schlecht. Egal. Ein altes Volksbankgebäude, Leute. Oh, Entschuldigung. Wir können ja mal reingehen, also dann seht ihr einmal den Zustand, wie er jetzt ist und irgendwann wird mal, das hier einmal... Das kann man alles mit der... Ja, mit dem Kärcher. Kärcher hier schön sauber machen. Guck mal, hier ist ein Nachtbriefkasten. Oh. Hier könnt ihr euer Geld da reinschmeißen. Genau. Dann mach mal die Tür auf. Ach, Mama ruft an, warte mal. Das kann man abmachen da oben, ne? Sollten wir auch, sonst denken die Leute, hier ist Geldautomat. Hier ist aber was viel Geileres als ein Geldautomat, sage ich euch gleich. Hier stand der Geldautomat? Nein, hier stand kein Geldautomat, hier stand ein Kontoauszug. Ja, Automat. Und hier, guck mal, wenn du hier guckst, siehst du das, da stand Geldautomat.
Stand Geldautomat. Ne? Also man kommt hier rein und dann... Hier wird Laminat gemacht, ne? Ich würde echt sagen, dass wir das hier lassen. Die Fliesen lassen wir, lassen ja. Wir. Ich habe den Zuschauern noch gar nicht erzählt, was du vorhast. Ich habe gesagt, Serki kann das ja später selber erzählen. Achso, hier kommt ein Anhänger für Reihe. Richtig, Serki macht also hier die Parkplätze, habt ihr ja gesehen, ne? Kommt mal hier, ich zeige euch das nochmal. Hier diese Parkplätze. Voll ungewohnt, wieder Vlogs zu drehen. Mhm. Hier kommen Anhänger, Motorradanhänger, Umzugsanhänger, für Garten, Gartenanhänger und für Bootsanhänger. Da Motorrad, sind auch Parkplätze. Motorrad habe ich schon gesagt, ne? Ja. Halt eben verschiedene Anhänger, genau, die zu vermieten und in Vermietung rausgehen. Und irgendwann willst du auch noch andere Sachen vermieten, genau, ne? Genau, so Gartenhäcksler, Gartenkleingeräte. Mhm. Und das kommt dann alles hier in den Raum rein, da zeige ich euch das gleich. Genau, also man kommt jetzt hier rein und das ist so, sozusagen Serkis Bereich hier vorne. Genau, hier wird der Verleihraum, also hier kann man noch abtrennen, ne? Mhm, das Volksbankzeichen, ne? Ja, das kann man alles abmachen. Ja, mit dem Milchglas finde ich gar nicht mal so schön, mit der Milchfolie. Ja, da steht Volksbank. Ja, ja, ja. Ich bin nicht Volksbank. Schade. Und hier kommt halt den Laminat. Genau, der Schrank bleibt, den werden wir auch gebrauchen können. Der ist gut, ja. Inner? Hier kommen unsere Schreibtische hin, und ich. Wir haben so Schreibtische, die man hoch und runter fahren kann, finde ich cool. Mhm, haben wir schon reserviert bei Jusk. Die Matratze, Leute, steht auch schon bereit. Achso, und Leute, vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Diese Lamellen, ne, die sind ja richtig teuer in der Anschaffung. Und das ist halt perfekt hier gemacht. Leider sind die so ein bisschen vergilbt. Habt ihr vielleicht einen Tipp, was man da machen kann? Vielleicht habt ihr irgendwie einen Tipp, vielleicht aber auch nicht. Genau. Sonst lassen wir das einfach so, weil also ganz ehrlich, das ist so angepasst hier, ja, ne? Also das ist hier dann quasi der Verleihraum. Wir verleihen ja nicht, also ich verleihe ja nicht nur Anhänger, sondern ja auch Transportmittel, so wie eine Sackkarre für die Treppe, Hubwagen, Europalette, falls man was richtig Schweres getragen werden muss. Er macht auch Fahrservice, ne? Hast ja, also Fahrservice kommt auch, falls jemand gar keinen Anhänger fahren darf oder gar keinen Führerschein das hat. Das Ding ist nämlich, die neuen Führerscheine sind alle gar nicht für Anhänger richtig, zugelassen. Ab 1999 und ab da irgendwie musst du... Genau. Ne? Ich habe aber auch einen Anhänger für Leute mit normaler B-Klasse. Der ist für 150 Kilo, den darfst du mit B fahren. Aber falls es zum Beispiel so privaten Haushalt, braucht man einen Fahrer mit einem Anhänger, kann er nicht anrufen, aber ich muss das noch klären, mit was für einem Fahrzeug ich das mache. Mit der V-Klasse, dann macht das doch mehr Sinn, wenn wir einen Firmenwagen dann auch. Ja, ne? Alles nach und nach. Nach und nach, langsam. Hier wird gestrichen, hier genau. Ist das auch richtig cool mit den Leuchten, hier mit den Lichtern hier oben, weil das ist Tageslicht, ne? Ja, der Vermieter meinte, man kann die austauschen gegen LED, weil die sind sparsamer. Die sind genauso hell, aber sparsamer. Du machst ja nicht alle an, du machst ja vielleicht ein, zwei Stück hier an. So, ne? Ja. Oder gar keine Tischleuchte, eine Stehlampe würde sogar. Also die Wände sind auch in einem sehr guten Zustand, das halt nur muss einmal übergestrichen werden. Ne? Genau, diese Wand gab es ja früher nicht. Volksbank hat immer wieder hier ein bisschen gebastelt, sagte sie. Mhm. Ne? Und deswegen sieht man das auch, dass hier in diesem Raum die Fliesen weitergehen, bis hierhin. Ja, 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 genau. Danach kam, hier war ja nämlich der, ich glaube, Kunden... Ja, ja, der Kundenbereich. Hier ist Phyllis Bereich, guck mal. Und ja, das ist der Social Media Bereich, der ist riesig. Genau, also wir müssen hier nochmal gucken, wie wir das mit den Kabeln machen. Ja. Der Highlight ist hier. Moment, 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 und zack, Tresor, Leute. Das wird unser Podcast-Raum, oder? Oh. So. Ja? Das wird unser Podcast-Raum, oder? Ah. Heftige Stahl. Ah. Stahltür. Und guck dir mal diese Dinger an. Boah. Das ist eine fette Tresor. Und das Coole ist, hier ist ja wirklich, also im Tresorraum ist halt der Tresor. Warte. Was? Ja, ja. Wie im Gefängnis. Nein, komm rein. Also im Tresorraum sind noch mehrere hier, Tresorraum. Die Schließfächer.
Genau. Also hier, das ist auch eine heftige Tür. Nur zur Info, wir werden hier keine Juwelen einschließen. Nein, Quatsch. Das ist halt eben nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Ne? Aber hier kann man natürlich seine privaten Sachen auch so super verstauen. Ne? So, hier sind noch mehr Schließfächer. Ja. Naja, Das Ding ist, hier sind noch mehr Schließfächer. Also da ist noch ein Tresor. Das ist ein Aktenschrank. Da unten ist noch ein kleiner Tresor. Guck mal, wie dick die Wände sind, Digga. Ja. Und guck mal hier, wow. Ey, ich glaube, die Wand kann man sogar rausreißen. Ja, will ich aber nicht. Also das dürfen wir wegschmeißen, hat er gesagt. Ja, ja klar, dann haben wir auch mehr Platz da drin. Guck mal, hier sind die ganzen Schlüssel von den Tresorräumen. Ey, ich finde das so cool. Guck mal, richtig viele Schlüssel. Mega, ne? Ja. Also ich habe schon echt gesucht. Hier ist nichts. Hier müssen wir nur noch ein bisschen dämmen, weil sonst hört sich das so hoch an. Ja, wir holen noch Dings. Diese Dämmdinger. Da geht's runter in den Keller, da gehen wir jetzt aber nicht runter, würde ich sagen. Warum nicht? Das ist nicht Keller. Was denn? Keller ist draußen, das ist Küche und Lagerraum. Ach so, ja, für mich ist das Keller, weil es runter geht. Ja, ich weiß, was du meinst, aber hier ist doch dieser große Lagerraum. Genau, hier könnte man Küche machen, aber ich hätte gerne Küchenzeile oben auf jeden Fall. Also hier wollte ich eine Werkstatt machen. Ich habe keine Werkstatt. Hier diese cool. Ecke, so eine Bastelbude, weißt du so? Mhm. Und hier mache ich nichts. Den Boden haben die aber neu gemacht, ja. Oder? Ich weiß nicht, ob ich hier. Nein, ich würde das so lassen einfach. Kochen würde, weißt du? Nee. Aber hier ist Abstellraum, hier rechts ist Abstellraum, ganz klein wollen die auch machen. Aber richtig cool auch hier mit diesen ganzen Regalen, ne? Hier ist Lagerraum, ne? Hier kommen dann die ganzen Equipments hin. Hier ist richtig. Und hier haben halt die ganzen Akten gelagert von der Bank. Von der Bank, genau. Spannend, ne? Ich finde das mega spannend. Ich weiß nicht warum, aber so den Kulissen von der Bank, so wie das alles war. Vor allen Dingen, stell dir vor, so in 20 Jahren hast du immer noch so diese Schlüssel, den Tresor. Stell dir das mal vor. Ja, Mika, ne? Ja, hier wird der Boden neu gemacht und auch gestrichen. Also da, hier, habe ich gedacht, dass wir wirklich hier zum Beispiel so eine kleine Sofaecke oder unsere alte Sofaecke so hier hinstellen. Mhm. Wir machen hier so wie zu Hause, so ein bisschen Wohnzimmer-Style. Falls die Kinder so einen Fernseher und so. Gucken wir mal. Ich wollte ja irgendwo eine riesen Spiegelwand haben. Für meine Holz und so. Da oder da dann. Ja, aber dein Sofa kommt doch bis hier hin. Und dann hast du doch hier komplett. Dann kannst du ja. Guck mal, siehst du diesen Viereck vom Weiten? Ja. So ein Spiegel können wir doch da hinbauen. Ja, genau. Dann kannst du hier arbeiten, hier so. Ja. Hier hast du dann den kompletten Platz. Voll dunkel hier. Hier kannst du Fotos machen. So, Kamera nach da. Von, ich weiß nicht, wegen Fenster. Nee, dann macht man nach da Fotos. Ja. Ne? Und dann geht es hier noch weiter sogar. Ja, hier ist Toilette. Ja, richtig schön gemacht, guck mal. Ja, die sind leider sehr. Und das ist auch eine Toilette. Ich weiß nicht, warum da so ein Loch in der Mitte sehr ist. Sehr in die Jahre gekommen. Hier haben mal Flüchtlinge aus der Ukraine kurzzeitig gelebt. In der Bank? Nein, nachdem die Bank raus war schon. Hm. Und die hatten eine Dusche eingebaut. Die ist jetzt aber wieder raus. Ach so. Genau, da war eine Toilette, dann haben die Flüchtlinge eine Dusche eingebaut. Deswegen auch die Matratze vorne. Die haben hier geschlafen nämlich. Wo bist du? Und hier geht's schon, also da geht's dann raus in den Hausflur. Oben wohnt jemand. Und hier ist noch ein Raum. Ich finde, hier könnte man das Sofa hinmachen. Ja. Ehrlich gesagt. Oder ja, was? Kann man auch. Also ich habe jetzt nicht so viel Equipment, dass ich sage, dass ich die hier hinstelle, aber hier kann man auch einen schönen Wohnzimmerraum machen, ne? Oder du machst hier alle Spiegel. Ja. Was war das denn? Ja. Wir können doch hier sonst auch eine richtig schöne Chiller-Ecke machen, Schatz. Papa wollte sich das hier nochmal angucken, ob der Teppich raus muss. Und weißt du, was er gesagt hat, wo du gesagt hast, ich halt dieses
Gerät, wo man Teppich rausmacht, ne? Das ist richtig scheiße. Er hat das schon mal gehabt. Echt? Ja, er sagt, da braucht man so viel Kraft für, trotzdem. Ich dachte, der macht das von alleine. Nein, man muss richtig Kraft haben, meint er. Er hat das schon mal. Ich hab geschissen und alle. Okay. Weil die Dinger kosten 2000 Euro. Ich glaube nicht, dass die scheiße sind. Ja, er hat bestimmt eine so für. Er hat das vom Baumarkt geliehen aus Bremen. Echt? Und die sind eigentlich gut. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass er sagt, der kann drin bleiben. Ja, ich habe das ja auch gesagt, aber was hat sie gesagt? Das ist nicht dieses, wo die oben spielen. Ja, der ist total platt. Normalerweise macht man nicht auf Teppich. Ich habe das einmal gemacht, also mitgemacht, und dann schwimmst du oben, wenn du auf dem Laminat trittst. So. Ja, das aber nicht, wenn der so fest ist, das hat sie ja gesagt. Der ist ein bisschen fester als die anderen. Die haben nicht diese Dingstruktur. Mhm. Ja, von überall halt. Ja, diese Lamellen sind halt voll perfekt, ne? Richtig perfekt. Die müsste man, ja, schade, dass die so ein bisschen vergilbt sind, aber ja, gut. Meinst du, warte mal, komm. Boah, ich hab da sogar ein Licht. Kann man das waschen? Ich hab mir echt überlegt, ob man das nicht mit dieser... Ach, guck mal, die kann man hier rausmachen, rausklicken. Ja, aber kriegst du die dann auch wieder rein? Ja, guck mal, wie einfach. Perlte Gilles Soulsack. Ja. Hä? Ja, Perlte. Wir gehen einfach zu einem Gardinenfuzzi. Und fragen, ne? Und fragen, entschuldigen Sie, wir haben Lamellen, wir haben eine Bank. Immer, uns gehört eine Bank. Und wir kümmern uns um die Gardinen. Und wir kümmern uns um die Gardinen. Ja, Leute, so sieht's aus. Cool, ne? Sieht aber so aus. Wo was genau hin? Das führt dann wieder nach. Draußen, da wo der Eingang ist, das wird hier mein Hauptraum für meine Videos, für Instagram-Sachen, für alles Mögliche. Ja, das ist geil, ne? Wollen wir unsere Schreibtische zusammenstellen? Oder du, ich hier, du da? Mega. Ich finde das schon cool, wenn wir zusammenarbeiten. Ich finde das auch gut, wenn wir zusammen sind. Wir sind ja sonst auch nicht zusammen. Genau, und da ist ja die Tür, die geht dann da hinten in diesen kleinen Raum, wo wir gerade eben waren. Ich finde das gut, dass die nicht automatisch ist. Weißt du warum? Weil wenn die automatisch wäre, dann stell mal vor, so ein Kind kommt, ne? So, und bis der dann aufgeht, so knallt er dagegen. Weißt du? Ja. Deswegen mache ich den. Schade, dass der nicht automatisch ist. Schade. Naja, das war's, Leute. Also, wenn es fertig ist, ist es richtig geil. Ich mach das hier so richtig schön mit LED-Lichtung und so. Die nehmen euch mit bei der Renovierung. Ja. Wir waren jetzt noch auf dem Rückweg einkaufen. Und Ellie hat die ganze Zeit geschlafen. Das heißt, sie hat ihren Mittagsschlaf jetzt gemacht. Das ist super. Milan von der Schule abgeholt. Der ist jetzt hier in Milchreis, den Oma geschickt hat. Meine Mama hat nämlich Milchreis gemacht. Und ja. Ja, ich werde das jetzt hier mal ausräumen. Elliot nimmt hier schon wieder die ganzen Schränke auseinander. Guck, ich wollte Schlösser für die Schränke holen, wieder vergessen. Oh, gib mir den Joghurt. Ja, ich denke mir dann immer, egal, ich hole... Oh. Was war das? Guck mal, du stellst es auch genau in die Mitte, ne? Ja, aber links und rechts ist voll viel Platz. So, heute gibt es Pizza. Why you wanna let me go? Not now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Not now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me? Jetzt mache ich für Elia ihr Mittagessen. Und wenn es ganz schnell gehen muss, dann mache ich ihr immer eine Suppe. Heute mache ich ihr so eine rote Suppe mit einfach ein bisschen Öl. Dann kommt so ein bisschen Paprikamark rein, ein bisschen Tomatenmark,
So. Das brate ich hier mal kurz an. Ein bisschen getrocknete Minze. Dann mit Wasser ablöschen. Dann kommen Suppennudeln rein. Klein bisschen Brühe. So sieht das dann aus. Und lassen wir das Ganze so ein bisschen köcheln. 10 Minuten oder 7 bis 8 Minuten. Und dann habt ihr ein leckeres Mittagessen. Mama, hast du Hunger? Oh, Vorsicht, mein Schatzchen. Komm. Check die Karte. Und dann schon ist eine strukturelle Mulia. Wo ist denn deine Trinkflasche? Ja. Da hinten. Hey. Ja, ist gut. Güzel olmuş mu? Anne güzel yapmış mı? Cici yapmış mı anne? Sorry. Hallo. Wie sie schon mitspielt. Vorsicht, Elia ist da, Vorsicht. Oh, wo setz dich hin? Elia? Elia? Elia, komm. Komm, komm. Oh. Die hat auch keine Angst, ne? Nee. Kann man ja erzählen, passiert ja mal. Was denn? Wie Elia einmal hier hingefallen ist. Vom Sofa, ja. Vom Sofa, weißt du noch? Ja. Und das war der Tag, wo sie nie nicht geschlafen hat. Sie wollte unbedingt wach bleiben. Ja. Ne? Und dann ist sie hier einmal hingefallen. Ja. Und dann hat sie 75 Stunden hier so... Dann habe ich sie auf den Arm genommen und sie hat direkt geschlafen. Ja, Mann. Fall hin. Fall. Guck mal, wie gut sie das... Die war Kindergarten, Lia. Ne? Lia, wie war Kindergarten? Weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Hast du nicht gespielt? Ich hab gar nichts gemacht. Hast du nicht gespielt im Kindergarten? Mama, ich will Fernseher gucken. Ich mache heute Pizza. Für die Kinder gibt es ganz normale Pizza und für uns gibt es einmal hier den von Monotrition, diesen Protein-Pizza-Teig. Da muss man einfach nur Wasser einrühren und dann hat eine Pizza richtig gute Nährwerte. Ich glaube, Moment, eine Portion hat 409 Kalorien und 47 Gramm Eiweiß. Das ist mega heftig. Für Sergio und mich halt die und für die Kinder ganz normal. Das ist die Proteinpizza. Und das ist hier für die Kids einmal Margarita und da unten ist noch Salami. Für Elia habe ich die einmal so geschnitten. Ich werde ihr gleich mal was anbieten. Sie hatte hier Suppe. Ich weiß gar nicht, 2 Stunden her. Ist jetzt nicht so lange her. Und heute Abend wird sie bestimmt davon noch essen. Und meine ist jetzt hier noch drin. Hallo! Ich habe ein bisschen was bei Best Secret bestellt. Für Elia, glaube ich. Ich glaube nur für Elia. Packen wir mal aus. Ich finde, die haben immer richtig gute Angebote bei so bestimmten Marken. Zum Beispiel Steif oder sowas. Und ich habe bei denen schon ganz, ganz oft Sachen von Steif bestellt, die teilweise bis zu 70% reduziert waren. Und das zeige ich euch mal hier wieder.
Also, einmal dieses Langarm-Shirt von Steif. Ich glaube, das hat tatsächlich, also 19,95 normalerweise, und ich habe 11 bezahlt, glaube ich. Also die haben auch eine richtig gute Qualität, finde ich, ne? Einmal direkt in die Wäsche. Und für die Krippe, Elia kommt im Sommer höchstwahrscheinlich schon in die Krippe. Und da hatte ich ihr schon Regensachen bestellt. Die sind so süß, die waren halt auch reduziert. Normalerweise 35 Euro, aber ich habe nur 16, glaube ich, bezahlt. Für diese süße Regenhose. Das sieht so süß aus. Einfach nur richtig sweet. Und auch eine Regenjacke. In der Größe 80. Sie trägt im Moment noch 74. Das ist jetzt alles 80, weil bis zum Sommer ist ja noch ein bisschen hin. Und ich finde Blau an ihr auch wirklich super schön. Das ist einmal diese. Die ist richtig schön gefüttert. Die ist ja gar nicht so dünn. Das ist ja eine richtig schön dicke Jacke. Also die wird sie im Herbst dann hoffentlich tragen. Normalerweise 80 Euro und die war auf 22 Euro untergesetzt. Also sehr, sehr, sehr schön. Ich hoffe, die passt ihr dann noch. Die sieht so riesig aus. Ich muss ehrlich sagen, sieht aus eher wie so eine 92. Müssen wir dann nochmal gucken, ne? Dann habe ich zweimal das gleiche Oberteil. Zweimal in 80. Das ist, glaube ich, dann aus Versehen passiert. Also einmal das für 10 Euro statt 22,95. Ja. Jetzt habe ich das zweimal. Ja. Ich glaube, das eine schicke ich dann wieder zurück. Oder was meine ich jetzt? Oder vielleicht verschenke ich das. Mal gucken. 4 Kinder habe ich mir jetzt geschnappt. 1, 2, 3, 4. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg Richtung Stadt. Da ist ein Teddy direkt am Anfang der Stadt. Da wollte ich mal ganz kurz rein. Und ich nutze jetzt mal hier die Gunst der Stunde, wo es nicht regnet. Und das tut Elia auch ganz gut. Und ich habe ein paar Schritte gesammelt, ne? Lia ist zu Hause mit Zeki, die kann so weite Strecken noch nicht laufen. Und ja, deswegen machen wir das jetzt hier, ne? Nein. Guck mal, er läuft aber auch. Was ist los, Kian? Rückwärts laufen jetzt oder was? Lauf mal vorwärts, bitte. Ja, sie wollte mich überfahren. Nein, wollte sie bestimmt nicht. Doch, vorwärts einfach, es geht nicht. Oh, Esila. Hier ist so ein breiter Weg und du läufst da hinten. Also wir gehen jetzt diesen Weg und der ist richtig lang. Ich glaube, auf meiner Uhr habe ich mal gemessen, dieser Weg hier, von hier bis nach ganz zum Ende. Bis zur Oma? Bis zum Ende hier sind 1 Kilometer. Boah, nicht durch die Pfütze, ne? Nee. Habt ihr das früher auch gespielt? Wir haben immer einen Stein gehabt und dann haben wir den immer so... Aber wenn man nicht trifft, dann darf man nicht zurück... Wenn man den nicht trifft, dann darf man nicht zurückgehen. Aha. Das ist eine Regel. So, bei Teddy angekommen, die Kinder stöbern da hinten. Die dürfen sich jeder was für 5 Euro aussuchen. Und ich stöber hier so ein bisschen. Ich muss ja sagen, ne, früher war Teddy nicht so aufgeräumt. Ich liebe es ja so zu stöbern. Ne? Ich brauche noch eine Kerze mit einer 1. Die gab es gestern bei Action nicht. Also wir sind jetzt vom Laufen wieder da. Wir sind losgelaufen zu Teddy und sind einen anderen Weg wieder zurückgelaufen. Der war auch ein bisschen länger. Und insgesamt waren es ca. 4 Kilometer. Ich habe fast 13.000 Schritte auf der Uhr. Die Kinder waren am Ende platt, aber die haben das so gut gemacht. Elia war auch so lieb. Also bis Teddy war sie die ganze Zeit wach und auch im Teddy drin. Und erst als wir zurückgelaufen sind, ist sie eingeschlafen. Total niedlich. Ich wollte euch aber eben noch zeigen, was ich gestern bei Action gekauft habe. Also es gibt jetzt einen Action Haul.
Ich fange mal hier an. Es ist ganz, ganz viel Bastelzeug mitgekommen für den Geburtstag von Elia, weil wir wollen da so einen Basteltisch machen und genau, die geladenen Kinder, die können sich dann da beschäftigen. Und alles, was übrig bleibt, kann man ja immer gebrauchen. Ne? Bastelzeug kann man nie genug haben. Und da habe ich so verschiedene Sachen gekauft, zum Beispiel hier einmal so Hasen, also mit so einem Pompon. Ich glaube, das ist jetzt passt zu Ostern einfach. Das ist quasi so ein fertiges Bastelset. Und dann habe ich hier einmal das mitgenommen. Das sind so Baumwolltaschen mit so einem Regenbogen. Dann ja, ein Malbuch. Und noch ein Malbuch. Und noch ein Malbuch. Die sind bei Action ja immer super günstig. Dann noch ein Malbuch. Dann nochmal so eine Baumwolltasche, nur diesmal mit so einem Eis. Vielleicht hat sich hier noch ein bisschen was ins Büro mitgenommen, wegen Wendestreifen und so. Ach ja, und dann haben wir noch ganz viele Rauchmelder mitgenommen. Wir haben hier im Haus noch keine Rauchmelder. Schande. Dann gab es noch einmal Memory, das stelle ich dann auch mit dahin, dann können die Kinder Memory spielen. Dann gab es hier noch verschiedene Bastelsets, einmal hier Küken, so kleine Schäfchen und kleine Häschen, voll süß, also passend zu Ostern, falls ihr da auch noch was sucht. Nochmal Pinsel, dann Bleistifte, die sind für die Kinder aber jetzt so für die Schule. So ein paar Sticker. Hier sind nochmal so Kugelschreiber. Radiergummi, finde ich voll witzig in so Form. Wie siehst du denn aus? Dann Luftballons in so Herzchenform. Zwei Bastelscheren. Dann einmal so ein Stanzer. Dann hier, wie heißt das? Korrekturroller. Das ist das Serki. Setz ich mal auf die Seite. Dann noch weitere Bastelsets. Noch eine Baumwolltasche mit so einer Eistüte. Und eine mit so einer Sternschnuppe. So, dann Bastelsets weiter. Ich weiß nicht, ob wir die alle jetzt am Geburtstag dann aufbrauchen oder ob ich dann nach und nach einfach welche noch raushole und die erstmal dann beiseite packe. Gibt es halt noch so verschiedene, die kosten 59 Cent oder so. Da sind so vier Bastel-Dinger drauf, also richtig cool. Und einmal Dinos, einmal so ein Blanko-Block. Dann einmal sowas. Das habe ich zweimal genommen. Nochmal ein Korrekturdings da. Klebestift. Geschenkband. Ich muss gerade überlegen, wie das heißt. Und einmal meine liebsten Allzwecktücher. Das sind die. Eigentlich gibt es noch das Hygienespray, was ich super gerne benutze. Das gab es jetzt aber leider nicht. Aber ich habe einmal den Allzweckreiniger mitgenommen, beziehungsweise zweimal. Und was ich dort immer mitnehme, ist einmal Fairy für die Spülmaschine. Die bestelle ich sonst immer online. Die gibt es ja so nicht. Und ich habe die letztens schon beim Action mitgenommen, weil ich die da entdeckt habe und war so happy. Kostet 14,99 und sind, wie viel sind da drin? 100 Stück. Und die sind richtig gut von Fairy. Ich bin super happy damit. Dann, meine Haushaltshilfe wollte auch mal so einen ausprobieren. Beziehungsweise sie fand den hier bei uns so gut. So, dann habe ich Stifte mitgenommen. Und einmal hier so eine Kiste. Dann packe ich da die Stifte, Scheren und die Kleber und so alles rein.
Genau, ich werde jetzt alles, was mit dem Geburtstag zu tun hat, wieder hier rein tun. Dann haben wir das alles beisammen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon, den Geburtstag jetzt weiter zu planen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte oder ob das auf Insta war. Wir feiern im Party Panda Bremen. Das ist da, wo ich auch meine Babyshower hatte. Die Location gehört einer Freundin. Und genau, ich mache das erste Mal so einen pompösen Geburtstag mit einer richtigen zweistöckigen Torte. Ein Special Guest kommt noch. Ja, dass ich überhaupt so eine Location anmiete. Hi Maus, warte doch. Und ja, mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt. Ich denke, es wird schön. Die Kinder werden auf jeden Fall super viel Spaß haben. Es sind ja einige Kinder da. Und ja, das ist die Hauptsache, ne? Dass die Kiddies Spaß haben, die Eltern so ein bisschen zusammensitzen und wir Elia feiern. Nicht? Elia. Da wollen wir die wollen die feiern, ne? Elia. Wie siehst du aus? Ich muss dich jetzt erstmal umziehen. Sie hat gerade so eine Waffel mit Kakao gegessen. Hatte ich im Rossmann geholt, diese so eine Waffel mit Kakao für Babys extra oder für Kinder. Fand sie lecker. Belieb. Hi Skita. Hi. Jetzt hatte ich fest vergessen, das Ende zu filmen. Ich wollte tschüss sagen, wir gehen jetzt nämlich schlafen. Es ist 22 Uhr und die Kleine, die geht nämlich mit mir immer nach oben ins Bett. Aber so wie ich die kenne, wird sie direkt einschlafen. Fünf Minuten, ne? Dann bist du weg vom Fenster. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Bye, bye. Mm-hmm.